Ich denke, es geht um komplexe Sachen. Also Corona ist ja nicht vorbei. Da sieht man ja, was Herr Lauterbach auslässt, was der für eine Kampagne macht für über 100 Millionen Euro oder was das überhaupt kostet. Und die ganzen anderen Sachen, die jetzt laufen, wo man im Endeffekt der soziale Abstieg ist für Deutschland, der wirtschaftliche Abstieg, der jetzt droht, der Kriegshass, der geschürt wird. Ich bin auch gegen Krieg und ich wäre auch für eine friedliche Lösung im Konflikt von Ukraine und Russland und der NATO und der USA. Ich denke, der Hauptkriegstreiber ist die USA, die dort richtig reinpulvern. Das wissen wir seit 2014 ganz genau. Ist ja alles bekannt und das ist ja auch keine Verschwörung, dass man da 5 Milliarden zum Regierungswechsel reingeblasen hat. Und dann hat man aufgerüstet und hat, ich sag mal, den Bürgerkrieg befeuert. Ja, und man muss ja davon ausgehen, dass in der Ukraine bis knapp 9 Millionen russischstämmige Menschen, vor allen Dingen im Osten, gelebt haben oder leben. Und dass da auch Interessen zu vertreten sind. Und die EU und Deutschland hätten dort im Vorfeld auf jeden Fall handeln müssen. Die hätten die beiden Seiten an den Tisch bringen müssen. Das ist ja zum Teil gelungen, aber Minsk II zum Beispiel wurde nicht durchgesetzt. Und das waren alles Punkte, wo man Druck machen hätte können auf die Ukraine. Seid friedlich, verhandelt. Dort sind über 8 Millionen Menschen, die haben auch Interessen und wir müssen hier eine friedliche Lösung finden. Und deswegen bin ich unter anderem hier, ich mache selbst Demos hier in Leipzig und bin hier einer, der sehr aktiv unterwegs ist und versucht, die Leute nicht mit Wahrheiten zu beglücken, sondern wahrhaftig aufzutreten und zu suchen, was habt ihr für eine Meinung, was habe ich für eine Meinung, wo kommt man zusammen, wo gibt es Argumente auf der anderen Seite. Ich finde relativ wenige, ich kriege meistens Beschimpfungen, Beleidigungen und ich wäre verunglimpft, aber das stört meine Aktivität nicht. Ja, nach 30 Jahren auf jeden Fall immer weitermachen, und aber die Not der Menschen zeigt sich am Ende, ne? Also wo der Schuh drückt. Also das ist ja keine Erfindung von uns. Die Energiekrise ist hausgemacht, genauso wie die Inflation selber. Das ist Fakt. Und zum Krieg selber kann man nur sagen, die meisten, die ich kenne, wollen ja keinen Krieg. Sie wollen auch keinen Krieg treiben, befürworten. Also ich bin zum Beispiel ganz klar dagegen, Waffen zu liefern, weil die würden den Krieg immer wieder weiter schüren. Und was wir machen müssen, ist aufhören mit Waffenlieferungen. Nur dann zwingt man sie letztendlich, sich zusammenzusetzen und eine friedliche Einigung zu finden. Das ist so. Aber der Nachteil liegt auf der Hand. Also mein Vorredner hat es ja schon gesagt, aber es ist halt so, dass wir die Leidtragenden hier sind in ganz Europa. Und ich sehe das ganz klar, dass die Amerikaner mit den Briten zusammen im Prinzip die Kriegstreiber sind. Und das schon seit Jahren, das so läuft. Weltweit, überall wo sie waren, haben sie verbrannte Erde hinterlassen. Und jetzt kommen sie und spielen den Heiland mit Krediten und wollen die Menschheit retten. Also hier rettet, Krieg hat noch nie was Gutes gebracht. Aber am Ende ist das ein Wirtschaftskrieg, ein ganz großer. Und Kapitalismus braucht immer Wachstum. Nichts kann aber ewig wachsen, also muss immer etwas zerstört werden, damit neuer Wachstum generiert werden kann. Und das ist, glaube ich, das, was man hier gerade praktiziert. Also man bringt nicht nur die deutsche Wirtschaft, auch die ganze EU dazu, richtig böse krachen zu gehen. Und für die Amerikaner ist das natürlich ein Freudenfest, ne? Also die machen hier den Reibach ihres Lebens. Und da geht es um ganz, ganz große Interessen. Also im Detail kann man das natürlich alles gar nicht wissen. Ja, also aktuell verkaufen sie das Gas für das LNG-Gas fürs vier, ich glaube, oder fünffache an Deutschland. Pro Container, das wissen sie ja alle, also pro Schiff machen sie 200 Millionen Gewinn. Aber was dahinter steckt, und das finde ich so erschreckend hier, dass es hier quasi so ein Hype gemacht wird und die Ukrainer, als ob wir was gegen die Ukrainer hätten. Aber grundsätzlich, ich bin so aufgewachsen zu DDR-Zeiten, wir hatten schon zu Kinderzeiten Brieffreunde aus Russland. Ja, und also man ist immer damit aufgewachsen und ich sehe die nicht als Feind. Für mich ist hier kein Feindbild erkennbar und ich möchte auch ganz klar zeigen, wo ich stehe. Und ich stehe zu Russland. Und das hat nichts mit Putin zu tun oder mit Zelensky oder mit Scholz oder sowas. Es geht einfach um die Bevölkerung an sich. Die meisten werden ja benutzt, fremdgesteuert. Was wir haben in dieser Gesellschaft ist ja, dass die alle von Hetze leben. Also jung gegen alt, krank gegen gesund, ne? Ausländer gegen Inländer, Jude gegen Christen und sowas. Das praktiziert man hier bis endlos. Was mich nur stört an dieser ganzen Demo ist halt, das möchte ich gerne mal sagen, Freiheit, Frieden und Souveränität, ne? Das ist etwas, das in jedem sein Herz wohnen sollte. Also das muss ich nicht propagieren. Ich sollte ihm mal ganz klare Kante zeigen und ansprechen, wo der Schuh wirklich drückt, was mir nicht passt. Wenn wir hungern müssten jetzt, würden wir auch auf die Straße gehen und sagen, ich will essen.
Und das wird hier nicht ganz klar deutlich. Und die kommen ja alle vor Lachen nicht in Schlaf. Also die Regierung und die Polizei, die freuen sich über diese friedliche. Und eins muss ich auch noch sagen, weltweit hat es noch nie eine friedliche Revolution gegeben, die grundlegend was geändert hat. Auch nicht in Indien. Vorher gab es immer Massaker an Menschen. Immer. Und das hat es hier in Deutschland gegeben, das hat es überall auf der Welt gegeben. Friedlich ist sehr schwierig. Also ich bin für Frieden, aber die Polizei tritt ja auch bisweilen mit Gewalt gegen die Menschen an. Ne? Bitte. Hendrik. Wie wichtig ist es für Sie, so als Leipziger, so auf die Straße zu gehen, hier mit T-Shirt von, was ist das? Das Bild ist Marx. Kapitalismus funktioniert nicht. Und den Parteitag von den Grünen hat man sehr eindeutig gesehen. Ich überlege, ob man Politiker für die Vorderwahl das eine sagen und nach der Wahl das Gegenteil machen. Ob das nun Wahlbetrüger oder Lügner sind, weil die Grünen wurden gewählt für den Kohleausstieg, für den Atomausstieg. Machen jetzt Kohleverlängerung, wollen Lützerath abbaggern. Vor 5 Jahren haben sie noch protestiert, dass Lützerath bleibt. Und da ist es einfach nur Betrug für mich. Genauso gut, die Grünen haben keine Waffenlieferungen versprochen. Ja. Machen sie Waffenlieferungen? Ohne Ende, ja. Sagen Frieden, machen aber als Gegenteil. Ja, Bomben für den Frieden ist wie Schnaps gegen Alkoholsucht. Und das ist das, was hier gerade läuft. Und wir bezahlen es. Es fehlen in Deutschland 40.000 Lehrer. Es gibt Schulen, wo die Viertklässler noch keinen einzigen regulären Unterricht hatten, weil es keine Lehrer gibt. In Großbösland zum Beispiel. Bist du ein Lehrer, oder? Nee, bin ich nicht, aber ich habe ein Kind in der Schule. Und ich sehe, was er an Ausfall hat und an Änderungen. Und 100 Milliarden für die Bundeswehr sind da in Schulen. In manchen Schulen setzt man Helme, wenn man in den Keller geht. Das haut nicht hin. Da ist völlig daneben, diese Politik. Ja, ja. Okay. Ihr Vorname oder so? Wie bitte? Vorname oder so? Als Name. Lutz. Okay. Heißt? Bei 3.